Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 2 der Staffel 3. City Skylines, meine lieben Freunde. Es wird schon einiges hier gearbeitet und wir wollen immer noch mehr Wohnflächen. Wir haben hier noch ein bisschen. Und hier runter zu können wir auch noch ein bisschen machen. So. Bis hier hin, aber nicht weiter. Und hier vielleicht noch sowas hin. Weil die benötigen dringend mehr Arbeiter, so wie ich das sehe. Weil ich jetzt hier ein paar dazu gebaut habe, baue ich gleich mal hier noch ein paar dazu. Die brauchen dort unten auch ein paar Arbeiter. Sehr schön. Das läuft doch zurzeit. Nicht so viel bauen. Das ist das Wichtigste. Genau. Die brauchen mehr Arbeiter. Umbenennen. Ja, ich kann Sachen umbenennen. Hier ruhiger Eckladen. Kann ich hier Rüdigers Getränkewelt. Zack. Kann ich einfach mal umbenennen. Ne? Geht mit jeden Sachen und da kommen wir auch gleich zum nächsten Tool, was ich hier drauf habe. Und zwar den Roadnamer. Der Roadnamer sagt aus, wie die Straßen heißen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage hier, zack, so auf die Straße klicken. Also. Ich kann ja die Namen, glaube ich, auch irgendwo aufschreiben. Hier kann ich die Farbe auswählen, wie der Straßenname angezeigt wird. Was steht hier? Could not find any road names. Ach so, das ist das die Suchfunktion. Dann kann ich ja mal hier erstmal Hauptstraße. Hauptstraße. So, jetzt kann ich das setzen. Zack. Jetzt wird das hier angezeigt. Hauptstraße. Aber wenn ich hier draufklicke, kann ich so, zum Beispiel auch noch irgendwo, wo war denn das? Hier war es nicht. Das war, glaube ich, im Menü. Im Menü, wenn ich jetzt hier hingehe, Optionen, Mod-Einstellungen, sonstiges. Nee. Ach hier, Roadnamer, damals. Text Scale Quality. Die Scale ist aber schon groß. Die Qualität. Was ist denn, wenn ich das so mache hier? Ich setze das mal auch mal auf 0. Apply. Wir gucken mal, was hier draus geworden ist. Options. Ist das hier spiegelverkehrt? Muss ich das so rumdrehen? Ebli? Alles klar. Das ist. Ja, Deutsch. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Können wir ja erstmal so lassen. Kleiner Weiler. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Steuern, Darlehen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung, Mülldeponie, Grundschule, Arztpraxis. Sehr schön. Die dort unten haben Stromprobleme. Setzen wir doch noch mal ein Windkraftwerk hier hin. Da müsste das eigentlich geregelt sein. Genau. Gucken wir auch gleich noch mal beim Wasser. Da ist die Verfügbarkeit hoch. Das ist gut. So, ihr wollt jetzt mehr Gebäude haben. Könnt ihr bekommen.
könnt ihr bekommen. So, ich mache jetzt hier mal eine gerade Straße durch und dann können wir hier die Straße drauf zulaufen lassen. Und die dann auch gerade so hier runterführen lassen. Und die dann so rüberführen. Das mal so, da können wir die nämlich so anschließen. Sehr schön. Da haben wir nämlich jetzt ein bisschen Füllfläche, wo man hier ein bisschen was reinmachen kann. Ich tue jetzt mal hier noch eine Straße hinzufügen. Die habe ich schräg gesetzt. So wollte ich es machen. So, und hier. Zack. Das wollte ich machen. So. So. Und so. Und wir wollen hier noch ein paar Gebäude. Ich mache mal gleich die komplette Reihe hier. Können sie sich ein bisschen entfalten. Und der Roadname. Und hier kann ich zum Beispiel auch einfach das auswählen. Ich kann jetzt hier schreiben. Gewerbestraße. Machen wir erstmal ganz einfach Straßennamen. Wir können ja später auch noch ein paar schwerere Straßennamen nennen. Gewerbestraße. Schaut euch an. Super. Kommen wir gleich mal wieder zu unserem Tool, nämlich den Vorfahrtsschildern. Und da haben wir ja hier welche gesetzt. Die sehen wir nämlich auch. Hier unten haben wir nämlich jetzt auch ein Segment. Und da können wir jetzt auch Sachen. Ja, ich stelle mich manchmal ein bisschen dämlich an. Hier, wenn wir jetzt sagen, hier ist Hauptstraße und hier ist Vorfahrtsstraße, können wir das auch so gestalten. Können wir sagen, hier ist eine Vorfahrtsstraße. Ich muss da ein bisschen näher rangehen. Sonst klappt das nicht. So, muss er Doppelklick drauf machen. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt den da. Das dort oben ist auch Hauptstraße. Dann machen wir doch hier auch Hauptstraße draus. Und hier. Vorfahrtsstraßentyp. Genau. Sehr schön. Die haben ja noch nicht. Ne, die haben schon angefangen mit Bauen. Aber die wollen auch mehr Industrie haben. Mehr Industrie können sie haben. Ich mache ja meine Querstraße hin. Naja, doch noch nicht. Machen wir hier eine Querstraße hin. Und da bauen wir hier noch ein bisschen Industrieflächen. Gucken wir mal, ob das Wasser bisher vorreicht. Nicht ganz. Jetzt schon. Hier fehlt auch ein bisschen. Gucken wir mal, bevor meine Bürger krank werden, bauen wir den doch mal hier so eine Arztpraxis hin. Der Müll wird auch langsam zum Problem. Verschmutzung ist aber da ziemlich groß, wie ich sehe. Das Ding passt jetzt nicht hier rein, aber hier. Ich mache dann mal kurz hier eine extra Straße raus. Zack, wo ich das Ding hier ransetze. Können sie auch erstmal anfangen. Bildung, da pfeife ich jetzt erstmal drauf am Anfang, weil das kostet zu viel Geld und die wollen ja erstmal in der Industrie arbeiten. Hier. Das möchte ich haben. Eine Parzelle, zwei Parzellen. Haben sie erstmal Platz zum Ausweiten? Noch ist nicht so viel B
Betrieb hier. Was war das? Können wir gleich nochmal einen Follow machen. Hola. Zack. Escape. Hoppala. So. Meine lieben Freunde. Das war es nämlich schon wieder von dieser Folge. Schnell abgespeichert. Und ich verabschiede mich. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge von City Skylines hier bei mir. Tschüss.